Das waren wir. Dieser Satz ging Sasori die ganze Nacht über nicht aus dem Kopf und er strich durch das Anwesen wie der ruhelose Geist, der er nun einmal war. Itachi hatte sich noch immer nicht an den Gedanken gewöhnt, Geister in seinem Haus zu haben. Als er am Morgen wach wurde und sich aus dem Bett quälte, bemerkte er den jungen Rotschopf am Fußende seines Bettes. Erschrocken schoss er hoch, atmete dann aber durch, als er Sasori erkannte. »Herrje, daran muss ich mich doch gewöhnen«, murmelte der Uchiha für sich und erhob sich langsam aus den Kissen. Nur in Shorts bekleidet stand er auf und ging an den Schrank. Wieder konnte Sasori nicht wegsehen, und er räusperte sich leise. »Ein Anblick am frühen Morgen, an den ich mich durchaus gewöhnen könnte«, murmelte er leise. »Du weißt doch mittlerweile, wie ich darüber denke. Warum rennst du dann immer noch so rum?« Itachi zuckte leicht mit den Schultern und atmete durch. »Wenn ich ehrlich sein soll, ist es mir vollkommen egal. Ich lebe hier, und wenn ich den ganzen Tag nackt sein will, tue ich das. Hier nisten sich mittlerweile viel zu viele Leute ein«, murmelte er und zog sich dann aber ein Hemd und eine Jeans an. Bedauernd beobachtete Sasori ihn dabei, während sich ein Grinsen auf seine Lippen schlich. »Ich hätte nichts dagegen, wenn du den ganzen Tag über nackt wärst. Das ist bestimmt ein sehr attraktiver Anblick.« Schade, dass ihm die Scherze schwer fielen an diesem Morgen. Leise räusperte sich Sasori, denn er wollte über das reden, was gestern Abend alles passiert war. »Kann ich mich mit dir unterhalten?« flüsterte er leise. Sofort bemerkte Itachi die Veränderung in seiner Stimme und drehte sich zu ihm. »Natürlich«, meinte er mit einem ruhigen Lächeln. »Was ist denn los?« Er ahnte nicht, dass Sasori nicht eine Minute lang Schlaf gefunden hatte, sondern sich in einem Anwesen herumtrieb. Dass er Deidara getroffen hatte. »Ich war gestern ein wenig draußen«, gestand Sasori leise. »Ich kann mich nicht weit von diesem Buch dort entfernen, aber offenbar ist auf diesem Anwesen alles etwas anders. Ich sollte mir die Regeln wohl nochmal durchlesen. Jedenfalls habe ich diesen Blondschopf gesehen, der, wegen dem ich von dieser verdammten Klippe gefallen bin. Ich wollte mit ihm reden. Ich wollte wirklich nur mit ihm reden, aber er nicht mit mir.« Irgendwie wirkte Sasori sehr in sich gekehrt, und Itachi hätte ihm am liebsten eine Hand auf die Schulter gelegt. Er kannte den jungen Mann kaum, aber trotzdem fühlte er sich mit ihm verbunden. Tief atmete Itachi durch und trat näher an Sasori, der davon nicht einmal etwas mitbekam. »Du bist also hier gestorben?« murmelte der Uchiha leise, und Sasori nickte in Gedanken versunken. »Ja, ich bin hier gestorben. Ich bin von der Klippe gestürzt, weil ich nach dem Jungen gesucht habe, der sich dort herumtreiben sollte.« Dabei starrte er auf den Boden, atmete kurz darauf aber durch und lächelte leicht. »Ich bin erschöpft und ich denke, ich werde mich ins Buch zurückziehen. Es war eine lange Nacht und irgendwie möchte ich mich ausruhen. Damit habe ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich sein soll.« Zustimmend nickte Itachi und er lächelte beruhigend. »Wenn das geht und du dich in dem Buch ausruhen kannst, solltest du das tun«, flüsterte er leise. »Du weißt ja, wo du uns findest. Entspann dich ein wenig. Mit dem eigenen Tod konfrontiert zu werden, ist bestimmt nicht einfach.« Jetzt konnte Sasori schon wieder lächeln und er winkte ein wenig ab. »Ich habe versucht, mich damit abzufinden, wenn ich ehrlich sein soll. Immerhin kann ich es ja nicht mehr ändern, nicht wahr? Jetzt bin ich in diesem Zustand und ich muss lernen, damit zu... leben? Nee, das klingt falsch.« Er schüttelte den Kopf und sah zu dem kleinen Buch auf Itachis Schreibtisch, auf welchem sein Name stand. »Manchmal macht es mich trotzdem wütend«, gab er leise zu, »nur wegen seiner Dummheit hier gestorben zu sein. Überhaupt schon tot zu sein. Ich sollte da draußen sein und so viele Kerle wie möglich flachlegen. Stattdessen sitze ich hier fest und werde niemals wieder mit irgendjemandem Sex haben können.« Blinzelnd sah Itachi ihn an, musste diese Worte erst einmal sacken lassen und gab kurz darauf ein leises Brummen von sich. »Weißt du... ich weiß, was du damit sagen willst. Aus dem Grund lasse ich dir die Worte mal durchgehen. Ansonsten wäre ich jetzt echt sauer, weißt du das? Es geht doch nicht nur um Sex. Aber ich erahne, dass du dein Leben vermisst. Aber du bist nicht wegen der Dummheit gestorben, da bin ich mir sicher. Ich werde mehr darüber hinausfinden, während du dich ausruhst. Es gab hier doch bestimmt noch mehr Bücher und noch mehr, was ihm helfen konnte. Irgendwie ließ ihn die Situation von Sasori nicht los. Es ließ ihn einfach nicht los.« Dieser lächelte etwas und beugte sich zu Itachi, der mittlerweile dicht neben ihm stand. Seine Augen blitzten etwas auf. »Verknall dich lieber nicht in mich und nicht in diese blonde Sirene von der Klippe. Am Ende stürzt du auch noch in die Fluten. Was wir doch auf keinen Fall wollen, oder?«
Mit diesen Worten verschwand Sasori von einer Sekunde auf die andere und ließ den total verwirrten Itachi zurück, auf dessen Wangen sich eine zarte Röte schlich. Für Naruto war sein Buch kein Rückzugsort. Für Naruto war sein Buch der Ort, an dem er die meiste Angst verspürte. Niemals im Leben wäre er freiwillig dorthin gegangen. Als Itachi beim Frühstück davon berichtete, dass Sasori in sein Buch gegangen war, um sich dort zu erholen, schien das für Naruto wie ein schlechter Scherz zu sein. Wie konnte jemand an so einem schrecklichen Ort nur Frieden finden? Benommen schüttelte er den Kopf, während ihm etwas die Luft wegblieb. »Er wollte dort freiwillig hin?« murmelte er leise und sah Itachi ungläubig an, der etwas nickte. »Ja, und seit er das sagte, habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Vermutlich ist er also wirklich in diesem Buch und erholt sich. Ich weiß nicht, ob er schläft oder so.« »Aber wie konnte er das tun? In diesen Büchern wartete doch nichts als der Horror auf ihn. Wie sollte man sich denn da erholen? War das Buch von Sasori denn so anders?« Sasuke bemerkte sofort, dass sich Naruto irgendwie anders verhielt, und immer wieder sah er zu dem jungen Mann, der diese Blicke aber nicht einmal wahrnahm. Wo ist das Buch von Sasori?« flüsterte der junge Blondschopf auf einmal leise, und Itachi blickte erstaunt auf. Bisher hatte Naruto nämlich noch nicht viel gesagt am Tisch, darum war er nun etwas verwirrt. »Das liegt in meinem Schlafzimmer auf dem Schreibtisch. Ich weiß aber nicht, ob du ihn stören solltest.« Er wirkte sehr in sich gekehrt, und ich schätze, er wollte einfach seine Ruhe haben. Trotzdem stand Naruto auf und ignorierte die Worte des älteren Uchihas einfach. Was war an Sasoris Buch so anders? Wie konnte er sich dort ausruhen, während in seinem Buch einfach die Hölle auf ihn wartete? Das war doch nicht fair. Das war nicht fair und das war auch nicht richtig. Den Weg zu Itachis Zimmer kannte der Blondschopf mittlerweile sehr gut. Dieses Haus war ihm so vertraut wie selten etwas. Mit nackten Füßen huschte er durch die Flure und stand kurz darauf in Itachis Raum. Dort lag das Buch, direkt auf einem kleinen Schreibtisch am Fenster. Es wirkte so unauffällig, so dünn und mit einem einfachen Einband. Nichts Besonderes für jeden, der es von außen betrachtete. Worauf Naruto wartete? Auf die Schreie. Warum kamen da keine Schreie? Wenn er vor Sasoris Buch stand, war alles ruhig. In seinem Buch wartete die Hölle auf ihn, besonders die Stimmen trieben Naruto in den Wahnsinn. Aber bei Sasori schien es ruhig zu sein. Das war doch nicht fair. Das war doch einfach nicht fair und nicht in Ordnung. Warum konnte das nicht auch bei ihm so sein? Was hatte er in seinem Leben falsch gemacht, dass man ihn so bestrafte? Sasuke war ihm schweigend gefolgt und beobachtete ihn nun etwas unsicher. »Was ist denn los?« murmelte er leise und sorgte sich sichtbar um den jungen Geist, der vor dem Schreibtisch stand und sichtbar zitterte. Naruto kämpfte nicht nur mit den Tränen. Er kämpfte mit einer Macht, die so viel größer war als alles, was er jemals empfunden hatte. Und es fühlte sich an, als würde gleich etwas aus seiner Brust brechen. Hitze stieg in ihm auf, während die Tränen auf seinen Wangen brannten. »Was habe ich denn nur falsch gemacht?« flüsterte er mit bebender Stimme. »Ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe, als ich noch am Leben war. Warum foltert man mich mit so einem Ort, mit einer Hölle? In meinem Buch ist alles laut. Alle schreien mich an, nennen mich ein Monster und verfluchen mich, aber er legt sich einfach schlafen. Das ist doch nicht fair. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Was ist anders an ihm?« Naruto war noch nie so wütend wie in diesem Moment. Etwas in ihm regte sich. Etwas in ihm kämpfte sich durch die Haut an die Oberfläche, was er bisher immer tief in sich verborgen hatte. Etwas, was er schon vergessen hatte, wenn er ehrlich zu sich war. Und dieses Etwas war vielleicht der Grund dafür, warum sein Buch nicht so war wie das von anderen Menschen. Sasuke spürte sofort, wie sich Naruto veränderte, und er versuchte, dessen Gefühlsausbruch zu verhindern. »Ich weiß nicht, was anders an dir ist, aber das können wir doch in Ruhe herausfinden. Du musst dich auf jeden Fall etwas beruhigen. So wird das doch nie etwas«, murmelte er leise. »Vertrau mir, Naruto. Wir versuchen doch, dir zu helfen. Gib mir die Chance dazu. Wir sind doch mit den Büchern schon mal einen guten Schritt weitergekommen. Und wo die Unterschiede sind, finden wir am Ende auch heraus. Du musst mir nur vertrauen.« Vertrauen. Wie sehr Naruto dieses Wort hasste. Noch immer kullerten Tränen über seine Wangen und er wusste nicht, wie er diese wieder loswerden sollte. Er wollte nicht weinen. Er wollte nicht schwach sein. Naruto biss sich auf die Unterlippe, so fest, dass mit einem Mal Blut in seinem Mund rann.
Der Geschmack seines eigenen Blutes schien noch mehr in ihm zu wecken, was er die ganze Zeit über gut hatte verstecken wollen. »Sasuke«, flüsterte er leise, und seine Stimme war zu einem dunklen Grollen geworden. »Ich glaube, ich erinnere mich jetzt wieder daran, warum mich damals alle ein Monster genannt haben.« Sasuke wollte ihn gerade fragen, wie er darauf kam. Da bemerkte er an Naruto eine sehr deutliche Veränderung. Zwischen den blonden Haaren stellten sich Ohren auf. Um die Hüfte schlang sich ein langer, orange-roter Schweif mit einer weißen Spitze. Und als sich Naruto umdrehte, bohrten sich spitze Zähne in seine Unterlippe. Statt der blauen, reinen Augen starrten ihn glühend rote, wutverzerrte Augen an. Erschrocken schnappte Sasuke nach Luft, unfähig zu begreifen, was gerade vor ihm geschehen war. Doch er musste versuchen, jetzt ruhig zu bleiben. Auf keinen Fall wollte er Naruto das Gefühl geben, irgendwie anders zu sein. »Du bist kein Monster«, flüsterte er darum leise und schüttelte leicht den Kopf. »Das glaube ich nicht. Und nur weil dein Aussehen etwas verändert ist, sehe ich in dir noch immer kein Monster.« Naruto schüttelte den Kopf und raufte sich etwas die Haare. »Doch, ich bin ein Monster. Da ist etwas in mir, das ich nicht kontrollieren kann«, wimmerte er leise, griff dann aber nach Sasukes Hals, der gar nicht so schnell entkommen konnte, wie er es sich wünschte. Die zarten Finger legten sich wie Metallschrauben um seine Kehle, und Sasuke schnappte nach Luft. »Ich kann dir das nicht glauben«, wisperte Naruto dunkel, und alleine der Klang seiner Stimme machte deutlich, dass er nicht mehr der Naruto war, den Sasuke kannte. »Verstehst du nicht? Ich kann dir nicht glauben, dass ich kein Monster bin. Ich muss eines sein, sonst würde man mich doch nicht wegsperren. In ein verfluchtes Buch, in dem jeder nur darauf wartet, mich zu zerstören. Aber ich lass mich nicht zerstören, haben wir uns verstanden?« Sasuke nickte etwas, spürte dabei aber, wie ihm langsam schwindelig wurde. Was war das für ein Gefühl? Ihm ging tatsächlich die Luft aus, und wenn Naruto nicht bald von ihm abließ, war er tot. Starb man dann gleich? Wurde man vielleicht erstmal bewusstlos, sodass er vielleicht noch davonkam? Naruto näherte sich seinem Hals und ein breites Grinsen lag auf seinen Lippen. »Wie gut du riechst«, wisperte er leise. »Ich kann dein klares, reines Blut riechen. Weißt du, dass ich Uchiha schon immer sehr gern mochte? Am liebsten so jung und zart wie dich. Euch zu zerstören ist alles, woran ich denken kann. Ich habe nie jemanden so sehr gehasst wie deine Blutlinie. Ihr habt mir das alles angetan. Ich werde jeden von euch töten und mit dir werde ich anfangen. Ich bin verrückt nach eurem Blut.« In seinen Augen lag etwas, was Sasuke so noch nie gesehen hatte. Und er konnte nicht leugnen, dass es ihm Schauer über den Rücken jagte. Alles in ihm schrie nach Sauerstoff, ihm wurde schwarz vor Augen und er spürte, wie er immer schwächer wurde. Sein Gehirn schien sich regelrecht langsam auszuschalten, was Sasuke besonders unangenehm fand. Gerade in dem Moment, in dem sich die spitzen Zähne in seinen Hals bohrten und einen fast unmenschlichen Schmerz hinterließen, war alles vorbei. Die Hand von seinem Hals löste sich, er sackte zu Boden und der ganze Zauber schien von einer Sekunde auf die andere verschwunden zu sein. Genau wie Naruto. Sasuke schnappte röchelnd nach Luft, lag auf dem Boden und spürte, wie heißes Blut seinen Hals herabrann. Was war das denn? Was war Naruto gefahren und wo war er hin? Vor seinen Augen zuckten noch immer Blitze, als Sasuke versuchte, sich umzusehen. Die warmen Hände, die nach ihm griffen, kannte er nur zu gut. Sie gehörten seinem großen Bruder. »Wo ist er?« röchelte Sasuke leise, hustete kurz darauf, um wieder zu Atem zu kommen. Seine ganze Lunge schrie nach Sauerstoff, während sein Kopf sich langsam zu erholen schien. Itachi hielt seinen kleinen Bruder fest an seine Brust gedrückt und sah zu Sasori hoch, welcher selbst etwas bleich um die Nase war. Kurz darauf deutete er auf das kleine Buch, aus dem Naruto offenbar gekommen war und welches bis vor wenigen Minuten noch unter Sasukes Nachtschrank lag. »Wir hatten keine andere Wahl«, murmelte Itachi leise, während Sasuke bleich wurde und schluckte. Ohne lange darüber nachzudenken, griff er nach dem Buch.